Mensch, Milli, die sind ja fast geschossen. Hä? Geschossen? Wieso sind denn die geschossen? Die können doch nicht schießen. Na, Milli, das sagt man so, wenn die so groß wachsen. Dann heißt das so. Ach so, dann heißt das so. Okay. Und was mache ich denn jetzt, wenn die so groß sind? Die haben ja gar keinen Platz mehr in ihrem kleinen Töpfchen. Stimmt, die haben keinen Platz mehr. Und schau mal, ich habe dir schon einen Topf mitgebracht, hier drüben. Da so einen ganz großen. Aber da passen maximal 3 rein von deinen kleinen Pflanzen. 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das sind aber doch viel mehr. Was mache ich mit dem Rest? Die können auch nicht sterben. Das wäre blöd. Aber weißt du was? Die kannst du zu mir draußen in den Garten pflanzen. Oder du verschenkst welche. An wen soll ich denn die verschenken? Oh, Kinder, wollt ihr vielleicht eine Bohnenpflanze haben? Dann schreibt mir doch einfach. Vielleicht kriegen wir die irgendwie zu euch hin nach Hause. Dann könnt ihr so einen Topf machen wie ich. So, Frau Zobel, zeigst du mir, wer das macht? Na klar, das zeige ich jetzt. Jetzt werden die Bohnen erstmal in den Topf umgetopft. Und dann singen wir unser Bohnenlied weiter, denn dann sind sie ja im Topf. Wollen wir das so machen? Na klar, machen wir das so super. Hast du noch eine Strophe gemacht für das Bohnenlied?
Ja, hab ich gemacht, noch eine Strophe. Boah, super. Kinder, da singen wir mit, ne? Bis gleich, jetzt müssen wir erstmal topfen. So, Kinder, jetzt haben wir hier unseren wunderbaren Topf, schon wunderbar gefüllt mit Erde. Und damit meine Finger nicht so dreckig werden, habe ich hier ein paar schöne Gartenhandschuhe. Die ziehe ich mir jetzt an, sonst haben wir hier eine Sauerei. Und unten drunter eine wunderschöne Zeitung, damit der Tisch sauber bleibt. Genau, jetzt kommen die Bohnen hierher. So. Und jetzt nimmt man diesen Topf. Eigentlich könnte man ihn auch auseinanderschneiden und diese Eierschale mit einbuddeln. Das mache ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt ganz vorsichtig, drücke hier unten ein bisschen. Dann kommt die Bohnenpflanze zu mir. Und seht ihr, was sie hier unten schon für einen wunderbaren Wurzelballen bekommen hat. Unsere Wurzeln haben sich richtig gut verzweigt. So. Und jetzt braucht die Bohne ein Loch. Das grabe ich mit dem Finger. Bohnenpflanze hinein. Bohnenpflanze festdrücken. Wenn ich sie nämlich festdrücke, dann hat sie sich richtig gut festhalten in der Erde. Das ist wichtig. Bodenschluss nennen das die Gärtner. So, jetzt haben wir noch Platz. Wir haben gesagt, drei können reinpassen. Also noch ein Loch und noch ein Loch. Welche nehmen wir noch? Die hier daneben, ganz vorsichtig. Schaut, da ist schon ein bisschen mehr Boden dran geblieben an der. Ja, da. Boden in Form eines Eis. Man kann die so ein bisschen auseinanderbröseln. Dann hat die ein bisschen mehr Platz. So, festdrücken und einen Gießrand machen. Dann kommt nämlich das Wasser nachher direkt an die Wurzel. So, und jetzt die letzte Bohnenpflanze, die hier in den Topf darf, Millie. So, jetzt in die Erde hinein. Erde drüber. Festdrücken. Das Festdrücken ist ganz wichtig. So, und was braucht sie jetzt noch? Die Bohnenpflanze? Beziehungsweise die Bohnenpflanzen, wir haben ja drei. Genau, sie müssen noch gegossen werden, damit sie noch mehr Verbindung haben. Und natürlich, damit sie nicht verdursten. Seht ihr, das mache ich genau da, wo die Wurzel ist. Einmal drumherum, einmal drumherum. So, und das kann ich nachher, kommt drauf an, manchmal kann man das nochmal wiederholen. Zu viel Wasser ist nicht gut, zu wenig Wasser auch nicht. So, und dann bekommt mein Topf, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich vorhin schon die Erde drin hatte, aber der hat unten Löcher. Und dann stellt man noch so einen Untersetzer drunter. Dann kann sie von unten Luft haben, die Pflanze. Und dann hat sie alles. Ans Fenster sollte sie noch, damit sie Licht hat. Erde hat sie, wo die Nährstoffe drin sind. Wasser gießen wir jeden Tag drauf. Und damit wird die Bohnenpflanze wunderbar weiter wachsen. Und wir können die weiter beobachten. In den großen Blumentopf kommt die Bohnenpflanze. Schütte ich etwas Erde drauf. Drücke fest das Ganze. Nochmal. Wo kommt es hin? Genau in den großen Blumentopf kommt die Bohnenpflanze. Schütt dich etwas Erde drauf. Drücke fest das Ganze. Regen macht sie nass. Sonne gibt ihr Kraft. Und die kleine Bohnenpflanze, sie wächst fest und lacht. Regen macht sie nass. Sonne gibt ihr Kraft. Und die kleine Bohnenpflanze, sie wächst fest und lacht. Jetzt mit Melodie. Sonne gibt ihr Kraft und die kleine Bohnenpflanze.
hier in meiner Hand habe, das ist eine. Wer weiß, wie das Instrument heißt? Ich bringe es mal ein bisschen näher. Ja, einen Zauberstab habe ich in der Hand. Einen braunen Zauberstab. Und der ist tatsächlich auch aus Holz, wie gewöhnliche Zauberstäbe, aber er hat Löcher. Richtig, da habe ich es schon gehört. Eine Blockflöte ist das. Genau genommen eine Sopran-Blockflöte. Frau Zobel, darf ich dir auch mal spielen? Na klar, Millie, darfst du die mal spielen. Hier, ich bringe sie dir. Cool, eine Blockflöte. Ob ich da wohl einen Ton rauskriege? Wartet mal. Schrecklich laut. Habt ihr das gehört? Mein erster Ton. Frau Zobel, wie kann ich das machen, dass der leiser klingt? Ja, dafür, da musst du in die Flöte reinmachen. Die Flöte möchte, dass man ganz vorsichtig macht. Okay, also Achtung, jetzt kommt mein Tü. Hey Millie, das klang ja schon richtig gut. Super. Und wenn du jetzt den Ton noch ein bisschen kräftiger machst, dann wird er noch besser. Willst du mal probieren? Na klar. Achtung, jetzt kommt mein zweites Dü. Haha, super. Mein super toller Ton. Jetzt versuche ich mal, wartet mal, meine Flöte zu spielen. Du hast das ja mit den Händen gemacht, so mit den Händen. Mal gucken, ob ich das mit meinen Fingern hinkriege. Okay. Super, Millie, das waren ja schon richtige Töne. Ganz klasse. Und du hast die Flöte auch richtig gehalten. Denn man muss mit der linken Hand die Löcher verschließen, mit der rechten, die hier unten, ding, 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 und dann hier an den Mund ansetzen. Das hat die mit dir richtig gut gemacht, ne? Jetzt schaut mal, was passiert, wenn ich alle Löcher zumache. Ist das dann ein ganz hoher Ton oder ein ganz tiefer Ton? Also ich fand ja, das war ein tiefer Ton, so ein ganz tiefer Ton. Und was passiert denn nur, wenn du jetzt weniger Löcher zumachst? Also so welche auflässt? Was passiert denn da? Kannst du das mal erklären? Kannst du mal zeigen? Ja, unsere Blockflöte ist ja eigentlich ein langes Rohr. Wenn ich die nämlich hier auseinanderschraube, ja, dann kann man hier durchgucken. Hier, wartet. Genau. So. Es ist ein langes Rohr mit lauter Löchern hier drin. Aber wie viele Löcher haben wir denn in dem Teil? Wollen wir mal zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das waren noch nicht alle. Da ist noch eins. 10 Löcher sind in diesem Teil der Flöte, dem Mittelstück und dem Fußstück mit dem sogenannten Becher. Sieht ein bisschen aus wie ein Becher zum Trinken. Und bei manchen Flöten, da kann man hier unten den Becher abschrauben. Bei meiner geht das gerade nicht, das ist verbunden. Das ist, gibt zwei unterschiedliche Arten. Und das ist der Flöten. Genau. Kopf. Das ist der Flötenkopf. Und da vorne ist etwas dran, das sieht aus wie pick, 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 pick. Genau, wie der Schnabel. Wie der Schnabel von einem Vogel. Und so heißt es auch. Das ist der Schnabel. Und hier befindet sich ein Loch drin. Hier pustet man die Luft rein und hier kommt sie raus. Hier wird sie gebrochen.
Das ist das sogenannte Labium und die Schneidekante. Ja? Wie wenn der Wind pustet und um die Ecke fliegt und wir den Wind hören können, ja, wenn er diese Windgeräusche macht, dann schneidet der sich an der Ecke vom Haus. Und genau dasselbe macht er hier drin auch. Aber weil wir hier nicht reingucken können, habe ich mir ein Bild besorgt. Das liegt hier drüben. Und auf dem Bild ist der Querschnitt. Also eine Flöte, die aufgeschnitten ist. Hier ist er nochmal ganz. Ja? Hier ist der Flötenkopf durchgeschnitten. Und da sieht man, hier unten ist das große Rohr, das Loch innen drin. Und hier ist ein ganz schmaler Grat. Und da ist das, was so hellgelb ist, das ist der sogenannte Block. Und zwischen dem Block und diesem äußeren Stück hier, hier pusten wir Luft rein. Dadurch wird die ganz kräftig hier durchgepustet und kommt hier auf diese, auf dieses Labium. Labium bedeutet Lippe, ja? Was ein bisschen aussieht wie eine Lippe. Genau. Da trifft die Luft auf und dann entsteht der wunderschöne Ton. So, und wenn ich das jetzt mache, mit meinem Flötenkopf, dann lege ich den zuerst auf die Unterlippe auf, umschließe den mit den oberen Lippen. Und wenn ich so schon puste, kommt auch schon Geräusch. Klingt ein bisschen wie die Pfeife von einer Eisenbahn, oder? So, jetzt hatten wir vorhin geguckt, wie das mit den Tönen ist. Das ist der ganz tiefe. Was passiert jetzt, wenn wir die Löcher aufmachen? Ich weiß es, das wird der Ton höher. Genau, Milli, der klettert die Tonleiter nach oben. Und der tiefste, den kennt ihr schon. Das ist nämlich der Cäsar. Genau. Cäsar. Und daneben kommt der Dackel. Genau. Ihr erinnert euch sehr gut. Und neben dem Dackel, wer steht da? Ja, der Esel. Und da muss ich noch ein Loch weniger zumachen. Cäsar, Dackel, Esel. Der Esel. So, und in meiner Flöte, da sind lauter Tiere versteckt. Horcht mal, dafür brauche ich nämlich nur den Flötenkopf. Was das für Tiere sein können. Vielleicht eine Maus. Oder ein ganz kleiner Vogel vielleicht. Genau, das ist ein ganz kleiner Vogel. Ein Babyvogel fast noch, der mit seinen Flügeln flattert. Der hat ganz kleine Flügel. Achtung, welches Tier kommt jetzt? Eine Eule? Juhu! Richtig, das ist eine Eule. Eine Eule kann ganz leise fliegen. Und hat solche großen Augen. Und so lange große Flügel. Und mit den Flügeln macht sie eine ganz leise Drehung. Denn Eulen hört man tatsächlich kaum, wenn sie fliegen. Außer sie sind gerade wirklich neben einem und dann spürt man sie mehr. Ja, das habe ich mal erlebt bei einem Falkner. Was ist denn ein Falkner? Ein Falkner? Was das ist? Genau, ein Falkner, das ist jemand, der Raubvögel trainiert. Ja, Falkner kommt von dem Vogel Falke. Das ist ein kleinerer Raubvogel und den hat man früher trainiert,
zum Jagen von Hasen und sowas. Und heute findet man die zum Beispiel im Zoo. Da kommt die manchmal dorthin, dort habe ich das auch erlebt. Und da, der hatte, wie gesagt, eine Eule. Und die Eule, die hast du nicht gehört. Die kam von hinten und man hat bloß den Luftzug von den Flügeln gespürt. Fand ich total beeindruckend. So, das war jetzt das zweite Tier, aber ich habe noch ein drittes. Welches Tier ist das denn? Na, der macht zwei Töne. Kuck, 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 kuck. Genau, das ist der Kuckuck, Kuckuck. Und da öffnen sich unsere Flügel und gehen wieder zusammen. Kuckuck, Kuckuck. Minnie, magst du mal für uns die Töne machen? Na klar, spiele ich für euch. Was soll ich denn jetzt machen? So, Millie, wenn du das mit dem Flötenkopf spielst, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ja, der Zwitschervogel, da nimmt man den Zeigefinger und macht das Loch ganz schnell auf und zu. Genau. Bei der Eule verschließen wir den Flötenkopf ganz dicht mit der Hand. Noch mit der Luft regulieren. Und der Kuckuck? Hoher Ton, tiefer Ton. Indem ich den Finger hier rein schiebe. Und dann muss ich gucken, der Ton wird nämlich, horch mal, tiefer. Ja? Je mehr ich das Loch verschließe. Genau. Probier mal, ob du das kannst. Okay. Jetzt kommt der Zwitschervogel. Klang das gut? Na, das klang super. Jetzt probier mal den tiefen, den Eulenvogel. Den Eulenvogel. Moment. Du, musst zumachen. Und, klang das nach Eule? Oh, das klang nach einer wunderschönen Eule. Und jetzt kommt der Kuckuck. Beim Kuckuck musst du den Finger reinmachen in den Flötenkopf und wieder raus. Für den hohen und für den tiefen Ton. Kuckuck. Okay. Sehr schön. Also ich mach die Flügel. Und was macht denn ihr dabei? Na Kinder, wir machen dazu die Bewegung. Ja, mit dem kleinen Zwitschervogel, mit den kleinen Flügeln und den großen Flügeln und dem Drehen von der Eule. Und der Kuckuck, der macht die Flügel auf und zu. Ja, los geht's! Ja, super. Das fand ich auch, dass ihr das total klasse gemacht habt. Frau Zobel, ich habe vorhin noch eine Idee gehabt.
Du spielst doch so wunderschön. Kannst du uns mal Lieder vorspielen? Oh, Millie, das ist eine super gute Idee. Ich spiele euch ein paar Lieder vor und ihr Kinder, ihr ratet, welches Lied das ist. Ja, mal schauen, ob ihr es rauskriegt. Da musst du meinen Flötenkopf aber mitnehmen, ja? Na klar, das mache ich. Und jetzt muss ich die Flöte noch zusammenstecken, aufeinander, das hintere Loch hinten und die Löcher müssen auf derselben Höhe wie mein Schallloch sein. Genau, jetzt kann es losgehen. Welches Lied ist das? Na, Millie, hast du es rausgekriegt? Und ihr Kinder, habt ihr es rausgekriegt? Ich glaube, ich weiß, wie es heißt. Wisst ihr es auch? Aus dem Wald, lasset uns singen, tanzen und springen. Frühling, Frühling, wird es nun bald. Ist das richtig? Na klar ist das richtig. Hast du ja das ganze Lied gesungen, die ganze erste Strophe. Und jetzt kommt das zweite Stück. Was ist das wohl? Jemand von euch? Okay, ich glaube, wir fragen mal die Frau Zobel, weil ich sehe, es sind so viele, die das vielleicht nicht kennen. Frau Zobel, was war denn das für ein Lied? Das Lied heißt Dieser Kuckuck, der mich neckt. Dieser Kuckuck, der mich neckt, Kuckuck, tief im Waldgesträuch versteckt, Kuckuck, rechts und links und überall, Kuckuck. Hör ich seinen fernen Schall, Kuckuck, rechts und links und überall, Kuckuck, hör ich seinen fernen Schall, Kuckuck, Kuckuck. Und wenn wir das mit Bewegungen machen, dann sieht das so aus. Dieser Kuckuck, der mich deckt, Kuckuck. Tief im Waldgesträuch versteckt, Kuckuck, rechts und links und überall, Kuckuck, hör ich seinen fernen Schall, Kuckuck, rechts und links und überall, Kuckuck, hör ich seinen fernen Schall.
Kuck, kuck, der Michneck. Kuck, kuck, tief im Wald der Strolch versteckt. Kuck, kuck, rechts und links und überall. Kuck, kuck, hör ich seinen fernen Schall. Kuck, kuck, rechts und links und überall. Kuck, kuck, hör ich seinen fernen Schall. Kuck, 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 kuck. Rechts und links und überall. Kuck, kuck, hör ich seinen fernen Schall. Kuck, kuck, rechts und links und überall. Kuck, kuck, hör ich seinen fernen Schall. Kuck, 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 kuck. Hey, so ein schönes Lied. Jetzt kann ich ein Lied mehr. Yippie-dippie-dippie-dü. Oh, und wisst ihr was? Jetzt ist unsere Zeit ja schon wieder um. Aber nächste Woche komme ich wieder. Nämlich, und mal schauen, was wir da für eine Geschichte für euch mitbringen können. Eine spannende, habe ich gehört. Ja. Und schickt ihr mir Fotos von euren Bohnen, ja? Meine ist ja schon so schön groß geworden. Die muss ich gleich nochmal gießen und dann gehe ich raus mit der Frau Zobel in den Garten und dann pflanze ich die restlichen Bohnen dahin. Oder vielleicht wollt ihr welche haben, dann schreibt mir, dann schicke ich euch welche, ja? Okay, sonst singt mit mir das Abschiedslied. Die Zeit ist nun vorbei, ich gucke dir zu, guck, guck. Wir müssen gehen, wir freuen uns schon aufs nächste Mal, sagen nun auf Wiedersehen. Tschüss Kinder, tschüss liebe Eltern, tschüss liebe Großeltern, tschüss Freunde, tschüss Bekannte, bis bald. Auf Wiedersehen sagen Milli Matilda Musiker und die Frau Zobel von Lebensrhythmus. Bis bald. Tschüss.